Hallo Freunde und Modellbahnkumpels und Abonnenten meiner beiden Kanäle. Hier ist wieder Jensis Welt mit den Nachrichten. Ja, ich habe mich mal wieder entschieden, ein paar Nachrichten zu machen. Es haben einige unter meine Videos geschrieben, dass sie gerne mal wieder Nachrichten sehen wollen. Nun, das ist nicht so einfach, denn ich habe gerade wirklich richtig Stress in der Woche. Aber das werdet ihr dann sehen, was ich meine. Gut, kommen wir zu Punkt 1. Auswertung Woche. Ja, was habe ich in der Woche gemacht? Nicht viel. Und da sind wir wieder bei der Sache Stress. Ich muss mich erst einmal um verschiedene private Sachen kümmern. Und die sind halt sehr wichtig. Deswegen habe ich in der Woche auch wenig Zeit oder kaum Lust, irgendetwas von der Modellbahn zu zeigen, irgendwelche Züge zu filmen, irgendwo was zu filmen, irgendwo hinzugehen oder sonst was. Nein, das andere geht einfach vor. Und was ich genau damit meine, das zeige ich euch jetzt hier. So, ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Da kann man halt nichts machen, aber ich gebe nicht auf. Na, ist das mal Bescheid. So, dann kommen wir zu Punkt 2. Punkt 2, Auswertung Samstag. Also diesen Samstag. Tour nach Limbach-Oberfrohnach. So, und diese Tour war wirklich sehr, sehr umfangreich. Umfangreicher als der Jens wollte. Gut, also, es ging schon gut los, denn am Freitag bin ich zeitig ins Bett gegangen, um genau 23 Uhr. Warum bin ich so zeitig ins Bett gegangen? Ist ja wohl klar, dass ich fit bin für den nächsten Tag. Konnte ich wieder nicht schlafen. Bis früh um 6 Uhr konnte ich nicht schlafen. Wie gesagt, bin ein paar Mal abgedudelt, aber das war nur so 20 Minuten oder so der Dreher. Also habe ich fertig gemacht, bin dann losgefahren und war dann ungefähr 6.39 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle. Und da sah ich gerade die S-Bahn reinfahren, nämlich die S1. Ja, jetzt war die Entscheidung, mache ich auf die nächste, die wäre 7.02 Uhr gekommen. Oder fahren wir gleich mit dieser. Als ich mein Fahrrad geschnappt bin, die Treppe runter, wie ein Irrer. Und Gott sei Dank hat der Fahrer gewartet, nochmal vielen Dank dafür. So, dass ich die S-Bahn bekommen habe. Ich war dann ungefähr 6.50 Uhr da, bin dann zu McDonald's und habe dort noch von meinem letzten Geld einen Cheeseburger und einen Kaffee geholt, damit ich wenigstens etwas im Magen habe. Ich hatte leider nur Trinken mit. Danach habe ich mich dann zum RE6 begeben. Bin ganz vor zum Steuerwagen gegangen. Ich glaube, jeder kennt diesen Steuerwagen, wer sich mit der Bahn auskennt oder mit Zügen. Es ist dieser alte Steuerwagen, der früher auch bei den Regio-Express-Zügen benutzt wurde und bei verschiedenen anderen Zügen wurde er noch verwendet. Auch in roter Lackierung. Und in der Mitte sind zwei Türen. Die muss man durch mit der Hand öffnen, da bin ich dann rein. Dann kam dann eine Schiebetüre, dort konnte ich mein Fahrrad abstellen und dann hast du dann in so einem kleinen Bereich hinterm, also da kommt dann das Klo, hast du dann dort eine Türe und wie gesagt, die Türe, die man zumachen kann, entweder mit dem Knopf oder mit der Hand. Schön abgekapselt von allen anderen. Keine Sau da drin in dem Zug. Ich dachte, ich habe meine Ruhe. Denkst du jetzt? Türe aufgeruppt, Fahrrad reingedrängelt mit viel Krach und Geschepper und so weiter. Türe aufgeruppt. Ich habe noch gesagt, soll ich mithelfen, aber gar nicht reagiert.
überhaupt nicht reagiert. Ja. Hat sich dann das Fahrrad genommen und hat das Fahrrad dann neben meins gestellt. Das Fenster war übrigens noch zu. Da dachte ich mir schon, das wird lustig. Ich hatte recht. Denn nachdem sie ihr Fahrrad hingestellt hatte, die Person, die Frau, hat sie sich hingefleht und hat dann mit dem Handy gespielt. Ich habe dann gefragt, Entschuldigung, wegen ihrem Fahrrad. Ja, was ist denn damit? Wie weit fahren Sie? Ja, wie weit soll ich denn fahren? Bis Chemnitz fahre ich. Kann man das nicht ordentlich sagen? Na egal. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ich muss aber in Nordsdorf raus. Ja, da sagen Sie mir Bescheid. Dann nehme ich mein Fahrrad weg. Okay, habe ich mir gedacht, das wird interessant. Ja, und dann wollte ich für euch das Ankündigungsvideo machen, indem ich das Fenster runter mache und dann rausgucke und die Kamera ins Gesicht halte. Was war denn das? Ich sage, na, ich möchte jetzt hier meine Anmoderierung machen. Ja, da unten müssen Sie das Fenster runter machen. Ich sage, ja. Weil ich das letzte Mal auch so gemacht habe, das ist doch nicht mein Problem. Ja, ich habe mir gedacht, das wird sicherlich noch besser. Ich habe gesagt, ich mache jetzt meine Anmoderierung und danach wollte ich dann filmen, wie der Zug abfährt. Ja, das können Sie auch machen, wenn das Fenster zu ist. Ich sage, aber das mache ich doch gerade deswegen. Ich bin doch extra zur Zeit aufgestanden, weil ich mit diesem Zug fahren wollte. Weil es eben der letzte Zug ist, wo man die Fenster runter machen kann. Das ist doch nicht mein Problem. Machen Sie das Fenster zu. Ich sage, ne, ich mache das Fenster nicht zu. Und dann habe ich einfach meine Anmoderierung gemacht. Ich habe gesagt, ne? So. Da die Person ja auch nicht freundlich zu mir war. Naja, da kam dann auch der Schaffner. Und kaum war der zur Türe rein oder zwischen der Tür und da ging die sofort auf den los und hat gemeint, hier, der macht das Fenster einfach auf während der Fahrt. Der Schaffner guckte die Frau an und sagte, Entschuldigung, was meinst du jetzt damit? Ja, der will das Fenster offen lassen hier, ja, das geht gar nicht, da wäre ich krank hier, das geht nicht. Ich habe den Schaffner höflich erklärt, oder was gesagt, die Abfahrt filmen möchte, weil es halt was Besonderes ist. Der grinste einfach nur, der sah natürlich meinen Rucksack. Kannst du mal sehen, wie viel was dieser Rucksack ausmacht? Er meinte nur, ja, Sie können sich da auch woanders hinsetzen. Ich kämpfe mich von meinem Fahrrad nicht weg. Ja, dann lassen Sie doch den jungen Mann filmen. Nee, das geht nicht, draußen ist kalt, du wärst krank. Ja. Sei es drum. Er hat sich dann beruhigt, hat sich wieder in der Ecke gefläzt, hat dann ihr Handy rumgespielt und ich habe dann halt die Abfahrt gefilmt. Natürlich habe ich dann bis Engelsdorf gefilmt und habe das Fenster dann zugemacht. Dann habe ich nochmal gefilmt, die Einfahrt in Bad Lausick und die Einfahrt in Geithain und das war's. Dann kam Nahsdorf und ich habe mich verabschiedet. Frau hat natürlich nicht dergleichen getan oder Person, was weiß ich, was das war. Ja, und dann bin ich raus aus dem Zug, nochmal eine Anmoderierung gemacht, den Zug gefilmt, wie er abgefahren ist und das war's. Das war schon wieder sehr interessant, denn ich konnte wirklich überhaupt nichts dafür. Ich habe keine Ahnung, warum das so drauf war. Wahrscheinlich, weil es nach Chemnitz gefahren ist. Man weiß ja nicht, was dort war. Ja gut, genug gemotzt. Jedenfalls habe ich dann, wie gesagt, die Abfahrt gefilmt vom RE6 und habe mich dann auf die Fahrt begeben. Nämlich erst einmal Richtung Lutzner. Das zeige ich euch jetzt wieder. Die Bilder hänge ich euch wieder an. So. Ich hoffe, man kann das erkennen. Wie gesagt, die Bilder hänge ich euch an. Ja. Und in Lutznau, ihr wisst genau, was da war. Oder was ich dort erlebt habe, als ich die Schienentrabi-Fahrt gemacht habe, bin ich nämlich durch Lutznau gefahren. Also habe ich mir gedacht, dann filmst du auch mal den Bahnhof, damit man ihn auch mal aus der Nähe sieht. Denn wir sind ja nur mit dem Schienentrabi dran vorbeigebraust, also nicht angehalten. Außer am Bahnübergang. So, und danach bin ich dann von Lutznau Richtung Brokstadt gefahren. Und da habe ich mir schon gedacht, oh oh, das wird interessant. Denn der Nebel verdichtete sich immer weiter.
Richtung Borgstedt. Wurde der Nebel immer dichter. Das seht ihr hier. Ja, ihr könnt schon sehen, das ist der Nebel des Grauens. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich konnte nur noch ganz langsam fahren. Ich wäre bei einem Straßenkram gefahren. Die Brille war beschlagen, die Haare waren nass. Ist ja normal, Nebel ist ja feucht. Aber dass er so extrem ist, alter Schwede. Ich habe gedacht, das geht gar nicht. Und dann ging es auf immer bergauf. Du hast gar nicht gesehen, wo es aufgehört hat, wo es angefangen hat. Ich dachte, fahr einfach, fahr. Und wenn man dann in Burgstedt war, hat es wenigstens dann etwas nachgelassen mit dem Nebel. Ja? Aber ich habe mich wieder verfahren. Ja, wo schickst du mich denn nun schon wieder hin? Du blödes Navi. Das hat mich erstmal in die völlig falsche Richtung geschickt. Da wäre ich sonst wo gelandet. Dann hat mir jemand erklärt, ja, das sind Sie ja verkehrt, dann müssen Sie ein Stück zurück. Und dann über die Brücke, bla bla bla. Der Nebel hat sich dann langsam gelichtet, Gott sei Dank. Und bin dann Richtung Chemnitz-Wittgendorf gefahren. Natürlich musste ich da noch durch einen Ort, der nannte sich Tauscher. So, und von dort aus ging dann eine sogenannte Bundesstraße Richtung Chemnitz-Wittgendorf. Das dachte ich zumindest, denn die machte plötzlich einen Bogen. Und auf meinem Navi zeigt es aber in diese Richtung, mitten aufs Feld. Hä? Bin ich noch ein Stück zurück? Und dann habe ich es gesehen. Ein ganz schmaler Trampelpfad, der immer breiter wurde, bis Schotter kam. Also keine Gleise oder so, sondern eben ein Trampelpfad und dann wie ein Forstweg sozusagen oder ein Wirtschaftsweg oder wie sich das nennt. Und der führte mitten in die Pampa und das zeigte mir das Navi. Muss man erstmal drauf kommen. Lustig. So, bin ich dann den Forstweg oder Tralala immer weitergefahren und der Weg endete dann auf der Burgstädter Straße. Ja, und wie der Name schon sagt, führt er nicht nur nach Burgstedt, sondern da kam aus Burgstedt. Hätte ich ja kleiner lang fahren können, dann wäre ich wahrscheinlich mit der Kirche ums Dorf gefahren. Warum das Navi das nicht angezeigt hat, ich verstehe es nicht. Egal. Jedenfalls bin ich dann angekommen in Chemnitz-Wittgendorf. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt suchen wir den Bahnhof. War ich dann mitten in der Innenstadt, da kam eine ältere Dame, die meinte, also die ich dann gefragt habe wegen dem Bahnhof, und die meinte dann, da müssen Sie ein Stückchen zurück und dann den Berg hoch. Ihr könnt euch schon vorstellen, was das bedeutet, Berg. Ja, es war ein Berg. So eine Steigung. Kein Scherz. Da habe ich natürlich gedacht, nee, jetzt steigst du ab. Ich hatte so den Schnauze schon voll. Durch den Nebel und die ganzen Berge und wieder runter und wieder hoch und wieder runter, ist ja ganz normal, ne? Das ist leider so. Gut, dass ich so zeitig losgefahren bin, war also gar nicht mal so dumm, denn ich habe das mit eingeplant, dass ich mich verfahre, was ja auch mehrmals passiert ist. Ja, dann bin ich dann den Berg hoch und ganz oben, da war dieser Moritz, wie hieß das Ding? Moritzkäse oder sowas ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Moritz Käse oder sowas, irgend so eine komische Bude da, und da kam dann der Bahnübergang. Da habe ich mich schon wieder gewundert. Hä? Das sieht doch ganz anders aus. Bin wieder auf meinen Map gegangen, habe rangezoomt, noch einmal geguckt. Wieso sieht denn der anders aus? Habe ich weiter geguckt. Ich habe die Erklärung nicht gefunden. Am Anfang.
Dann kam mir wieder jemand entgegen, den ich angesprochen habe. Und der meinte dann, naja, das ist doch hier auch der untere Bahnhof und nicht der obere Bahnhof. Okay, ganz ruhig bleiben. Naja, wie ihr sehen könnt, bin ich dann weitergefahren in die falsche Richtung. Der Grund dafür ist, der Mann sagte mir, Sie müssen dann da und da lang. Ja, dann bin ich dann über den Bahnübergang drüber und dann weiter. Eine kleine Kurve kam dann, bis ich wieder vor irgendeinem Ort stand. Ne? Ein Ort, das ist ja mit der Karte nicht zu sehen. Irgendeinen komischen Namen hatte der. Und da habe ich mich schon gewundert. Das ging ja immer weiter weg von der Strecke. Ich habe erst gedacht, das, ne? Nichts mit Bogen. Nichts mit Umgehung und nichts mit Abkürzung. Dann habe ich wieder jemanden angesprochen und der hatte mir dann gesagt, das sind aber hier völlig verkehrt. Dann müssen sie wieder zurück über den Bahnübergang, dann den Berg runter. Nein. Und dann die Bundesstraße folgen. Dann kommen sie dann genau auf die Brücke von der Bahn. Nee. Doch. Also bin ich dann wieder den ganzen Weg zurück, den Berg runter, bis zur Hauptstraße. Die nannte sich, glaube ich, obere Hauptstraße oder untere Hauptstraße, irgend sowas jedenfalls. Und dieser Straße bin ich dann gefolgt, weil ich eben dann gehofft habe, dass dann endlich mal die Brücke kam. Und die kam ja Gott sei Dank auch. Völlig abgekämpft habe ich dann mein Fahrrad dann dahingestellt und habe die ganzen Gebäude gefilmt, die da waren, nämlich vom oberen Bahnhof. Der völlig kaputte Bahnhof, auf der anderen Seite dann dieses Gebäude, wo das noch dran steht. Das werdet ihr ja dann alles im Video sehen. Und dann bin ich weitergefahren geradeaus. Da kam dann plötzlich noch ein ganz, ganz schmaler Weg, wo ich dachte, hier geht es bestimmt nicht weiter. Aber er umging dieses Grundstück sozusagen und führte genau zu einer kleinen Brücke von der Abzweigung nach Limbach-Oberfrohna. Dort bin ich unten noch durch. Und dann dachte ich mir, na, da gehst du nochmal schnell hoch und filmst nochmal ganz kurz die Abzweigung. Das habe ich dann getan, bin dann wieder runter und Gott sei Dank führte dann dieser Radweg oder Feldweg oder was das war, immer schön geradeaus. Einmal musste man kurz durch so, ja, was soll ich sagen, Gebäude oder was das waren, irgendwie landwirtschaftliches Gebimsel da drumherum, aber dann immer geradeaus Richtung Hartmannsdorf. Ne? So, das seht ihr hier. So, und als ich dann dort in Hartmannsdorf ankam, habe ich dann natürlich mein Fahrrad wieder hingestellt, habe dann wieder gefilmt und da stand ja dann Verein da. Mir ging dann die Türe bei dem Stellwerk auf und da kam dann ein netter Mann raus. Entweder war es der Chef oder ein Angestellter, ich kann das euch leider nicht sagen, ich habe da jetzt nicht mehr in Erinnerung, was er gesagt hatte, aber mit dem habe ich ein sehr, sehr gutes und intensives Gespräch geführt über verschiedene Sachen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Strecke, die nach Limbach-Oberfrohna geht, dass das ursprünglich mal die Strecke nach Chemnitz werden sollte? Ich glaube, das weiß nicht jeder, hat er mir nämlich erklärt. Es war mal beschlossen oder es war mal geplant, dass diese Strecke, was ja jetzt ist, ja jetzt so eine Art Kopfbahnhof in Limbach-Oberfrohna oder war mal, und das sollte mal von Leipzig aus über Bonna, also das andere Bonna, Penisch, Limbach-Oberfrohna, Chemnitz-Wittgendorf und Chemnitz gehen. Ja, ist aber nicht passiert, wisst ihr ja alle. Und warum ist es nicht passiert? Weil der Stadtrat von Burgstedt
um eine Ausschreibung gebeten hat. Er hat natürlich dann den Zuspruch bekommen. So wurde das also gecancelt und Borgstedt hat dann letztendlich gewonnen. Und ihr kennt ja nun die Strecke von Chemnitz nach Leipzig. Das ist jetzt eben die Strecke, wie sie immer noch vorhanden ist. Ja, kurze Rede, langer Sinn, hat mir vieles erklärt, auch was das Stellwerk angeht. Zum Beispiel, dass das komplett entkernt wurde von der Bahn. Und die Leute von dem Verein darum gebettelt haben, dass sie etwas bekommen. Mussten aber dann leider mit ansehen, als ein Container da vorgestellt wurde, wie sie alles eiskalt rausgerissen haben und weggeschmissen. Muss man nicht verstehen. Ja, und noch vieles andere, was auch die Sache in Klaurau betrifft und. Aber es war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich musste aber das Gespräch dann unterbrechen, weil es war inzwischen schon 12 Uhr und ihr wisst, ich hatte noch eine ganze Strecke vor mir. So, hat mir auch dann gesagt, wie man eventuell zu dieser Stelle kommt, wo das Gleis unterbrochen ist wegen der Autobahn. Leider hat das nicht ganz so funktioniert wie geplant, weil ein Zaun dort lang gegangen ist und über den Zaun klettern und dann dorthin gehen. Nee, sowas mache ich ganz bestimmt nicht. Also bin ich weitergefahren. Und zwar Richtung Limbach. Und auch auf den Fotos könnt ihr wieder sehen, dass die Straße direkt am Gleis lang läuft oder umgekehrt. War auch einmal unterbrochen, da habe ich auch Fotos davon gemacht. Auch diese werde ich euch mit anhängen. Und dann kam genau an der Straße der Bahnhof Limbach. Dort habe ich mein Fahrrad wieder abgestellt und habe dort gefilmt, Fotos gemacht, bin dann weiter. Und da kam dann wieder die nächste Hürde, nämlich wie komme ich zu dem nächsten Bahnhof? Nimbach-Oberfrohna. Der war nämlich schön versteckt. Es kam noch ein großes Viadukt. Aber letztendlich habe ich dann gefunden, ihr seht es nochmal hier, wenn ich ein bisschen näher rangehe. Wie gesagt, ich hänge euch die Fotos an. Ich musste einen kleinen Umweg fahren, weil ich wollte durch die Siedlung, das ging nicht. Also bin ich hinter der Siedlung lang und da war dann wieder eine nette Frau, die mir erklärt hat, da kommt eine ganz kleine Unterführung, die können Sie durch und dann kommen Sie dann zu dem Rest von dem Bahnhof. Ich habe mich schon gewundert, weil sie gesagt hat, Rest von dem Bahnhof. Ja, auf den Bildern und im Video werdet ihr dann sehen, was sie gemeint hat. Ja, kurze Rede, langer Sinn, ich habe das Video dann gedreht für euch und bin dann weiter. Zurück. Nach Nahrsdorf. Ich habe mir überlegt, könntest du eigentlich gleich nach Geithain fahren? Ist vielleicht am besten eine ganz kleine S-Bahn bis nach Markleeberg und dann mit dem Rest mit dem Fahrrad fahren. Ja, aber ihr könnt euch schon denken, was wieder passiert ist. Erst einmal der Streckenverlauf bis nach Niederfrohna. Auch das war kein Problem, alles perfekt, immer schön auf der Hauptstraße lang und so weiter und so fort. Ja, aber jetzt werdet ihr gleich sehen, dass der Jens wieder einen Umweg gefahren ist. Und zwar ganz schön. Statt geradeaus durchzufahren, bin ich nämlich nochmal durch einen Ort gefahren, schön und mit der Kirche ums Dorf und wie ihr hier oben sehen könnt, geradeaus durch, an Penisch vorbei.
Oh mein Gott. Aber ich hatte dann so eine Wut, dass ich dann einfach angehalten bin. Ich habe ja dann noch die Garagen gesehen von Penig, die von so einem, was ist das hier, so einer Siedlung oder so, bin über den Absperrung drüber, also diese von der Hauptstraße her, kennt ihr ja diese Leitplanken, ne, damit die Autos nicht da runterfallen. Und bin dann die Wiese runter und dann durch den Parkhof durch oder was das war, oder Parkgaragenhof. Und da habe ich dann nochmal eine Frau gefragt und die hat mir dann gesagt, wie man dann letztendlich zu dem Bahnhof kommt. Die Strecke kenne ich ja, da gehst du schön bergab, da musst du ganz schön abbremsen, dass du nicht irgendwo dagegen knallst. Also das ist schon ganz schön heftig, da geht es immer bergab bis genau zum Bahnhof, gehst dann noch ein kleines Stück hoch und dann ist man dann da. Ja, dort habe ich mich dann hingesetzt, also ich habe dann kurz mal was gefilmt, war fix in alle, und habe dort mich an die Bushaltestelle gesetzt, um auszuruhen. Da war die Überlegung, eigentlich können sie nach Klauraus zurückfahren mit dem Bus. Tja, scheiße war's. Da hat der Jens wohl vergessen, dass er kein Geld mehr einstecken hatte. Denn die MDV-Karte, die gilt in Penig nicht. Und in Klaura erst recht nicht. Da war ein älteres Pärchen. Mit dem habe ich mich kurz unterhalten. Und der alte Mann, der war ein bisschen, wie soll ich sagen, speziell. Der meinte dann bloß, ihr immer mit eurer scheiß komischen Technik, ihr Jugendlichen. Ich sage, sehe ich so jugendlich aus oder was? Egal. Jedenfalls habe ich dann gesagt, dann muss ich halt mit der Fahrrad weiterfahren. Der meinte dann bloß noch, ja, haben Sie sich nicht so die paar Kilometer bis nach Geithain, die werden Sie wohl noch schaffen. Ich sage, Sie wissen wohl gar nicht, wo ich herkomme. Ich sage, ich komme aus Nasdorf. Ich bin nach Wittgendorf gefahren und dann nach Limper-Oberfrohna und jetzt bin ich hier, ich bin fixen alle. Ja, und das ist doch für Sie ein Katzensprung, Sie sind doch noch nicht alt. Ich habe ihn dann quatschen lassen, habe mich von der Frau von ihm verabschiedet und bin dann los. Hinter dem Bahnübergang dann ging es wieder bergauf. Ja, egal, habe ich gedacht. Wieder abgestiegen und habe das Fahrrad wieder hochgeschoben bis zur Spitze. Da kam dann die Überquerung der Autobahn. Und ihr seht schon, wo der Pfeil hingeht oder wo die Streckenführung hingeht. Nach Wernsdorf. Ja, wieder schön mit der Kirche ums Dorf gefahren, wie der Name schon sagt. Ich wollte da gar nicht hin, aber das war noch nicht alles. Nachdem ich durch Wernsdorf durch war, bin ich dann weiter der Hauptstraße gefolgt. Habe wieder auf mein Navi geguckt. Ja, was hat mir mein Navi angezeigt? Weit abgedriftet, würde ich sagen. Ganz schön weit abgedriftet. Oh. Ja. Also bin ich dann noch durch diesen Ort durchgefahren. Irgendwas mit Leuba. Ja. War schon ganz schön bedient und dachte mir, nee, also ich glaube, das haken wir ab. Geithain können wir gänseln, weil das hätte ich nicht mehr geschafft. Ich war wirklich völlig fertig. Ihr dürft nicht vergessen, ich habe nichts mehr gegessen. Ich habe nichts mehr gegessen auf der ganzen Fahrt. Ich habe dann noch ein bisschen Limo getrunken, aber ich habe nichts mehr gegessen. Ich bin dann durch diesen komischen langen Leuba-Niederheim-Ort durch. Da kam dann wieder so ein Feldweg, der dann auch eine Brücke über die Autobahn führte. Und Gott sei Dank standen da an der Seite ein paar Äppelbäume. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, was ich gemacht habe. Ja, ein bisschen gestärkt dann bin ich dann weiter nach Nasdorf. Aber das Ganze, wie gesagt, hätte ich mir alles sparen können, wenn ich gleich richtig gefahren wäre. Aber wenn das Navi so einen Blödsinn anzeigt, was kann ich denn dafür? Hier zum Beispiel hat es mir das angezeigt. Was soll ich denn in Lützenau nochmal? Und vor allen Dingen, warum erst nach Lützenau und dann nach Geithain? Was soll denn der Scheiß? Das hat mir das so angezeigt. Nachdem ich aber dann die Karte aktualisiert habe auf Nasdorf, stand da plötzlich nicht mehr Lützenau da, sondern dieses komische, wie das hieß hier, Leuba, Tralala, oder wie das Ding da hieß, diese komische, das ist wahrscheinlich dieser Fluss oder dieser Bach, der da lang geht an der Leuba. Dem bin ich dann die ganze Zeit gefolgt,
bis dann nach Nasdorf, dann auf die komische Bundesstraße, dann die da kam. Und da war ich dann endlich froh, dass ich wieder in Nasdorf war. Ja, gut. Das war das. Ja, und dann nehme ich dann in den Zug eingestiegen bin. Ich habe dann auch wieder die Anfahrt gefilmt und auch die Einfahrt in den Bahnhof. War ich dann endlich froh, wieder zu Hause zu sein in Leipzig. Ja, das Runde ist wirklich ein bisschen groß geworden und ich muss sagen, ich hätte wohl das annehmen sollen, was mir einer angeboten hat. Mir hat nämlich jemand angeboten, mich abzuholen im Nasdorf mit dem Auto und mich nach Limbach-Oberfrohna zu fahren. Nochmal vielen Dank dafür. Ich habe jetzt nicht den Namen im Kopf, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber nochmal vielen Dank dafür, hätte ich vielleicht annehmen sollen. Aber ich wollte halt mit dem Fahrrad fahren. So habe ich auch verschiedene Sachen für euch fotografiert und entdeckt, die man vielleicht mit dem Auto nicht entdeckt hätte. Man ist ja auch nicht mit dem Auto überall hingekommen, wo ich mit dem Fahrrad lang gefahren bin. Ja, gut. Das war die Tour am Samstag. Kommen wir jetzt zu Punkt 3. Und Punkt 3 ist dann die Planung für nächste Woche und Wochenende. Ja, es ist geplant, die Anlage weiterzubauen. Da muss ich nochmal Marco fragen, ob er Zeit hat. Dann muss ich an die Regeln halten. Wenn man Arbeit hat, ist klar. Habe ich auch Verständnis dafür. Und ich kann froh sein, dass mir überhaupt jemand hilft. Ja. Und was Wochenende ist, weiß ich noch nicht. Muss man sehen, ob ich noch eine Tour mache und wie das Wetter wird. Aber das werden wir dann letztendlich sehen. Gut, das war jetzt Teil 1 meiner Nachrichten. Und im Teil 2 geht es dann um die Geschenke aus der Schweiz, die Kommentare und Fragen der Fans der letzten beiden Videos auf dem Hauptkanal, die Ankündigung eines Fahrvideos, weiß noch nicht, wann ich das genau mache, und die Verabschiedung. In dem Sinne, bis gleich.